Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein CC Haul, den ihr euch auch ein bisschen gewünscht habt. Ihr wolltet, dass der Mittwoch kommt, deswegen kommt der Mittwoch. Es sind ungefähr 50 Dateien und ich sage euch jetzt, wo ihr die Sachen herbekommt. Denn zum einen habe ich bei The Sims Resource, das werde ich euch auch in der Beschreibung verlinken, da sind dann zwei Links am Ende. Das beschreibe ich euch aber gleich noch, wie das dann zustande kommt. Auf jeden Fall war ich aus The Sims Resource und habe die Sachen zwischen dem 1. April und dem 25. April angesehen. In der Zeit war ich nämlich nicht CC shoppen und habe mir halt genau das angesehen und habe da halt nur Sachen gedownloadet. Das heißt, wenn ihr die Sachen auch haben wollt, müsstet ihr in dem Bereich gucken. Die andere Möglichkeit ist, ich habe ein bisschen was auch gereblockt auf meinem Tumblr. Das ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und dort findet ihr dann halt die restlichen Sachen. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Haul. Also, wir haben hier unseren Base-Sim. Ich habe mir die mal eben zurechtgestellt hier. Und dann gucken wir mal. Ich habe ein bisschen was dazu bekommen. Inhalt. So. Also es ist nicht viel. Wie gesagt, 50 Dateien, das ist nicht viel. Aber ja, ein paar Sachen sind es dann ja schon. So, und beginnen wir mit der Anto-Sims-Frisur hier, die ich sehr, sehr schön finde. Ich mag sowieso Anto-Sims-Haare am allerliebsten von Alpha. Ich weiß nicht, aber ich finde die immer so, so schön. Und vor allem, es gibt jetzt endlich bunte Farben. Oh mein Gott, das macht mein Leben besser, weil davor, wenn es bunte Farben gab, gab es nicht so schöne irgendwie. Und die sind wunderschön. Und dann kommen wir auch zur nächsten Frisur von Anto-Sims und die ist auch richtig süß. Wellige Haare sind einfach wow, wow, wow. I love it, I love it. Obwohl, also diese Farbe sieht jetzt ein bisschen komisch aus bei der Frisur, aber sonst sieht sie echt schön aus. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frisur. Die ist echt hübsch, oh mein Gott. Ich liebe einfach Anto Sims Haare. Ich kann mich nur wiederholen, ganz ehrlich, ey. Boah, diese Farbe ist so schön. Ah, ich habe natürlich auch ein paar Maxis Swatch Sachen runtergeladen. Und das ist zum Beispiel das hier, die ich sehr süß finde. Ich glaube, die ist sogar an Les Simsys Haare angelehnt und ich finde es schon sehr accurate auf jeden Fall und ich finde sie sehr, sehr süß, die Frisur. Dann haben wir diese Frisur, die ist auch sehr, sehr süß. Ist, glaube ich, sogar eigentlich eher für Typen gedacht, deswegen, ja, aber bin ich auf jeden Fall fein mit. Dann Lea Lilith, die sind auch wieder sehr, sehr schön. Ich mag nicht alles, was Lea Lilith macht, aber die finde ich eigentlich echt ganz süß. Dann kommen wir zur nächsten süßen Maxis Match Frisur. Oh mein Gott, ist die cute. Die Maxis Match Sachen habe ich übrigens alle von einem bestimmten Tumblr. Das werde ich euch auch verlinken. Und diese Frisur ist auch so cute. Oh mein Gott. Diese Person, also hier, Ahoop. Harris O.O. Brittany? 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 Wahrscheinlich, Pudi. Auf jeden Fall dieser Creator. Ist sehr, sehr cool. Ich liebe die Frisuren. Das sind sehr, sehr schöne Maxis-Frisuren. Und I love it. Dann haben wir hier nochmal eine Maxis-Frisur. Also Maxis-Match. Und die ist auch sehr, sehr schön. Haben wir noch eine Lea Lilith-Frisur. Die ist auch sehr, 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 sehr süß, finde. Wow. Und auch die ist echt ganz schön. Die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Haben wir hier nochmal eine Frisur, die eher eigentlich auf Männer zugeschnitten ist. Aber Frauen können die natürlich auch tragen. Und diese Frisur habe ich noch. Ich bin mir immer sehr unschlüssig, ob ich die Sachen von diesem Creator mag. Aber letztendlich finde ich sie doch ganz süß auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch eine Frisur von Wings Sims, wo ich schon wieder ein bisschen gestresst bin, weil es in ihre Brust reingeht. Und sie hat noch nicht mal große Brüste. Also wirklich nicht. Also so, ne? Finde ich ein bisschen doof wieder, aber ansonsten ist die Frisur ganz hübsch. Und noch eine Maxis Match Frisur, die ich auch sehr, sehr süß finde. Ich habe neue Ohren hier gefunden, die ich auch sehr, sehr süß finde. Die gefallen mir sehr gut. Ich brauche mehr Schmuck und ich muss öfter Schmuck benutzen, weil Schmuck macht so viel aus manchmal, ne? Dann habe ich ein paar Oberteile gefunden. Zum einen das hier, was ich sehr, sehr schlicht und schön fand, aber ja, ne? Ist halt basic. Aber ich mag das sehr, sehr gerne. Und nochmal quasi dasselbe mit einem anderen Aufdruck. Und halt nochmal. Ja, ne? Also es gefällt mir aber sehr, sehr gut. Also es sieht schön aus. Das werde ich auf jeden Fall benutzen. Dann kommen wir weiter zu dem hier, was hier ein bisschen gewagter ist. Aber ich finde es auch sehr, sehr schön. Und das, also es gefällt mir richtig gut. Und das werde ich auch auf jeden Fall benutzen. Dann das hier, was ich auch richtig süß finde. Oh mein Gott.
Ich mag das so gern. Oh mein Gott. Dann, das ist, glaube ich, so ein Pyjama sein. Finde ich auch sehr, sehr süß. Ich mag sowieso den Creator ja sehr, sehr gerne. Ja, das ist nämlich vom selben Creator und das mag ich auch sehr, 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 sehr gerne. Ja, dann habe ich hier diese Hose anscheinend. Ich kann mich schon fast nicht mehr daran erinnern, dass ich die runtergeladen habe. Aber, ja. Ist jetzt nicht das Beste der Welt, aber ist auf jeden Fall schön. Werde ich im Spiel drin lassen. Die finde ich sehr, sehr gut. Also, nicht alle sehen so gut aus. Also meine Sporthosen. Deswegen, die ist aber gut. Deswegen werde ich die auf jeden Fall behalten. Und ich habe noch ein paar Gesamtoutfits. Zum Beispiel das hier. Was echt cute ist. Oh mein Gott. Weil ich brauchte einfach mal mehr so Casual-Sachen irgendwie auch. Was halt vor allem, sowas würde ich halt auch eher älteren meiner, also älteren Sims geben. Weil ich habe auch richtig oft einfach nichts, was ich älteren Sims geben kann. Und das ist sowas. Dann das Kleid. Weil Abendkleider kann man nicht genug haben, finde ich. Und das ist schon ganz süß. Aber man kann es auch im Alltag tragen, würde ich behaupten. Zumindest manche Stile davon. Und das hier, was auch echt cool aussieht. Und noch etwas sehr, sehr Süßes. Es ist ja schon eine Art Maxi-Kleid. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Kleidung, I'm sorry. Aber das ist richtig süß. Oh mein Gott, Kakteen. Ich bin dabei. Und hier haben wir noch ein Abenddress. Oder auch so ein Dress, wie gesagt, je nachdem, wie man das dann halt auslegen möchte. Und hier habe ich ein Kleid runtergeladen, wo drunter stand, dass das für Prom quasi gedacht ist, mit so einer Schleife hinten. Und das ist auch richtig schön. Und ich habe ein paar Tattoos runtergeladen, weil ich brauche mehr Tattoos in meinem Leben. Hier haben wir ein Full-Body-Tattoo, was ich sehr, sehr cool finde. Und das sind einfach nur verschiedene, also wie stark das ist. Aber ich finde es sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann geht es weiter mit dem hier, wo einfach hier so eine Snake ist. Je nachdem, wo man sie dann haben möchte. Und finde ich sehr, sehr geil. Dann hier so welche Sternchen auf dem Rücken. Gibt es dann auch wieder in verschiedenen Farben. Das gleiche gibt es nochmal mit einem Mond. Und das finde ich auch richtig süß. Und das hier geht so über den ganzen Körper lang. Das ist auch richtig geil. I love it. Und wir haben nochmal sowas hier, was halt richtig krass ist, finde ich. Und das kann man natürlich nochmal ausschmücken, wenn man möchte, ne? Oder halt eben nochmal ein bisschen sanfter tragen. Bei Männern habe ich sonst noch diese Frisur runtergeladen von Wing Sims und von Nightcrawler nochmal so ein bisschen in Richtung Man-Bun. Ah, jetzt weiß ich wieder, diese Hose ist für Männer gewesen, deswegen konnte ich mich daran nicht erinnern. Und ich habe noch diese Kombination runtergeladen für Kinder, weil ich das auch ganz süß fand. Ja, und das war auch schon das letzte Teil tatsächlich. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Ausbeute. Es war jetzt nicht so viel, aber ich lade halt auch ganz viel schon mittlerweile nicht mehr runter, weil ich habe ja schon richtig viel installiert. Das muss man halt immer bedenken, weil ich habe schon fast 30 GB installiert. Ich werde nicht mehr so viel finden, was ich noch nicht im Spiel habe, was ich total toll finde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, guckt in der Beschreibung nach, wenn ihr irgendwas davon downloaden möchtet. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!